soll das denn sein? Der Bulle hat Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Okay, ich bastle uns eine fiese kleine EMP-Bombe. Schätze, es wird kein Problem, hier die richtigen Teile zu finden. Mann! Was könnte man hier für Roboter bauen? Vielleicht nächstes Mal. Glaub ich ja nicht. Ja, Das ist echt meine Zeit nicht wert. Machen wir es doch einfach so. Jetzt hat... Liebe Spot! Was? Deine Sexmaschine? Wie geil! Wie geil! Eine Sexmaschine ist so geil! Jetzt, ach, da oben. Da muss ich hin. Hier komme ich nie rein. Da komme ich auch nie rein. Mann. Ich habe keine Ahnung, wo ich da reinkommen soll. Da ist nochmal wieder dein Sexbot-Ding da. Echt cool. Ich denke, ich werde erstmal mit meiner Drohne fliegen. Ich bin ja sehr weit weg. Hier war doch irgendwo, wo ich rein konnte. Ich kam hier doch irgendwo rein. Ah, scheiße, außer Reichweite. Bleep, bleep, bloop. Ich habe jetzt aber die Zugangsschlüssel. Sektorprüfung abgeschlossen. Das mit den Sexrobotern, das ist so geil. Eine Sexmaschine, das ist so geil. Aber wie komme ich dann...
Nein, das war keine Absicht, sorry. Was will sie denn? Im Ernst, leg dich nicht mit mir an! Zieh dir eine Tüte über den Kopf! Ist doch gut jetzt! Meinst du, ich mach dich nicht fertig? Ich hab Typen erledigt, die doppelt so groß waren! Hey, ist egal, wer du bist! Bist du sauer? Bist du schon sauer? Ist doch jetzt gut, Leute, bitte! Ist doch jetzt gut. Ist doch gut. Prima Donna hier. Ich komme hier definitiv nicht rein. Ich könnte so reinkommen. Kommen die jetzt wegen uns? Nur die kommen nicht wegen uns. Such die! Gesichert, ich gehe weiter! Mach mal einen auf Liebe. Liebespot-Sequenz gestartet. Oh, meine Kälte laufen heiß. Bereich gesichert, rücken vor. Alles. Nimm mich jetzt. Jemand Lust auf echtes Online-Dating? Wie geil. Eine Sexmaschine. Wie geil. Alles. Jemand Lust auf echtes... Ich sehe euch los! Los! Wer schießt? Ach so, die schießen auf den Roboter. Na, ich kann nur hier rüber klettern. Ach, irgendwie sagt mir da was. Dass das nicht so eine gute Idee war. Liebespot-Sequenz gestartet. Das ist so Kälte laufen heiß. Das ist einfach nur genial. Alles sicher. Hab ihn verloren. Ich gehe erstmal nach oben, weil ich da jetzt am leichtesten hinkomme. Ja. Okay, das habe ich. Jetzt brauche ich noch irgendwas für unten. Oh, das ist draußen, nö. Das... Nein! Oh, meine Kälte laufen heiß.
Jemand Lust auf echtes Online-Dating? Ach man, komm, gib her das Ding. Los, nimm. Nichts zu vermelden. Ach, nimm, komm, mach hin, ey. Wrench, das EMP ist bereit. Wo ist Junior jetzt? Er ist bereit und in der Abladezone. Kannst du die Tür für mich öffnen? Wird gemacht. Tür wird geöffnet. Ach, irgendwie ist das auch schade mit dem Roboter. Oh, er hat ihn noch mal umarmt. Okay, kleiner Kerl. Heute ist dein Tag. Mach uns stolz. Okay, Junior kann abgeholt werden. Nächster Halt, Tidus. Wrench, wir müssen Kriegsrat halten. Ich habe eine Idee. Ich schicke dir ein paar Koordinaten. Eine Spezialmission. Marcus, triff mich vor Tidus, wenn du fertig bist. Bei dem Silicon Valley-Schild. Schmeißt du hier jetzt den Laden? Nope. Das meiste wird Marcus. Aber... Wir sehen uns dort, Ray. Ja, warte, was? Cool, das ist krass, Mann. Sicher. Wem sagst du das? Ja. Nein, warte. Proxy Blocking in Kraft. Ich muss mir mal eben das Auto hier aus... Ach, guck mal, wie die Stadt aussieht im Dunkeln. Oh, guck mal, oh. Geil. Geil, geil, geil. Silicon Valley. Natürlich starten wir die Mission. Was, versuchst du Goliath zu stürzen? Je mehr wir von denen ans Licht bringen, desto mehr Fackeln und Heugabeln werden wir als Reaktion sehen. Bist du sicher, dass du eure Follower mit wütenden Bauern vergleichen willst? Nein, Mann. Aber die Leute sind wütend und mit Recht. Sie holen zurück, was ihnen gehört. Pass nur auf, dass du sie auf die richtigen Monster hetzt. Okay? Vergiss es. Du darfst bei Tidus einsteigen und mit den Robotern spielen. Oh, shit. Wann habt ihr das beschlossen, Mann? Stein, Schere, Dynamit. Ja, aber ich war nicht mal da. Nein, aber unentschieden hieß, du gehst. Wrench hatte Papier und ich Dynamit. Dynamit? Ist so ein regionales Ding. Technisch gesehen heben die sich auf, also... Das klingt fair. Also musste er in eins der Tidus Lagerhäuser. Er hat die knifflige Aufgabe, das verdammte Handbuch zu lesen. Dann gehst du an die Vordertür... Holst die Modellnummern und er sucht dir die Standardcodes raus. Hä? Ich bin in der Nähe und studiere Blaupausen und Schaltpläne. Ja, so machen wir es. Okay, ja. Weidmanns Heil. Weidmanns Heil. Weidmanns Heil.
Doch ein bisschen weit weg noch. Haben wir. Ach ja, wir haben hier noch was. Zum Fahren. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Na toll. Was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung. Ich muss da oben hoch. Einsatz unten beim Hafen gehört? Ja, die haben so einen schicken Container gefunden mit einer ganzen Wohneinheit drin. Ja, der schöner war als unsere letzte Wohnung. Cool. Mein Job. Du erledigst momentan alles, also stell dich nicht so an. Junior ist drin. Ich muss rausfinden, wo er hin muss. Du musst zum Sicherheitshub in der Nähe. Laut Bauplan ist er mit einem paradeischen Käfig EMP geschützt. Also funktioniert er nur, wenn du Junior direkt da reinsteckst. Das klang irgendwie versaut. Dave, ich muss kotzen. Was? Suche einen Schaltkasten. Da muss einer sein, irgendwo. Ach, da. Dann war das doch richtig, wie ich gegangen bin. Ich war erst am Überlegen. Ich habe schon mal direkt gedrückt. Und das war falsch. Nein, ah. So ist richtig. Cool. Geh weiter zu den Laderampen. Der Sicherheitsraum ist dann auf einer Seite. Ich kann das jetzt auch so machen für euch. Wo ist hier der andere? Jawohl. Und nu? Er heult hier voll. Ich, oh Gott, er tut mir aber auch irgendwie leid. Captain, wir haben ein Problem. Okay, Junior ist bereit. Verabschiedet euch alle von Junior. Oh, tschüss, Junior. Das EMP lief wie geschmiert, Ray. Ja, da bin ich ja erleichtert. Warum das? Ich hatte Zweifel, aber auch ein spitzenmäßiges Pokerface, amigo. Ist kein Talent, eher eine Art Gesichtslähmung vom ständigen Saufen. Ranch hat Teil des Standardtürcodes. 4545. Danke. Wo ist denn die Security?
Oh Gott. Komme ich da jetzt echt nicht so rein? Oh shit. Ah, ich kann ja hier wieder mit den Roboter ausschalten hier. Mach einen auf Liebe. Lebenskonsequenz gestartet. Ich werde mich vorerst flüchten. Jemand muss auf mich das Online-Dating. Ich liebe dich. Das ist einfach immer noch so geil. Habe ich hier noch? Nee. Aber ich kann mir schon mal die Tür aufmachen. Wichser. Was? Nein. Oh, wenn du hier doof rumstehst und mich nur nervst, bitte. Der nächste. Sehr gut. Da hinten war das Teil zum Freischalten. Ja. Dann sperren wir mal eben schnell. Na, der nächste ist oben. Wieso sind die Typen weg? Sind hier nicht noch mehr? Nee. Alles klar, ich bin auf dem Weg zum Serverraum. Du müsstest jetzt direkt zum Datenbankserver gehen können. Gäb's da nicht Alarmanlagen, Laser und Typen mit Knarren? Oh, so einfach, hä? Huh? Danke. Dankeschön. So, wir haben hier einen Roboter, der unbedingt Liebe machen möchte. Ich habe zwei nur, ne? Bitte. Hey, cool. Ah! Oh.
Nein! Nicht so schnell. Ja, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Los. Oh, falsches Ding. Bleibe unten! So. Wo bist du? Da. Lass mich raten, jetzt muss ich bestimmt wieder diese Dinger da zusammen schustern. Okay, Ray, ich schicke was in deine Richtung. Oh ja, das ist doch mal was. Wird ein Weilchen dauern, das zu analysieren. Direkt bei dir müsste ein Privatlift sein. Im Büro des CEO. Mein Bauplan zeigt nicht, wo er hinführt. Was bedeutet, dass er genau das ist, was wir suchen. Uhala. Ich denke mal nach oben. Keiner arbeitet mehr hier. Und das Telefon, das klingelt. Verdammt, seht euch das mal an. Die hat sogar ihren eigenen Privataufzug. Mit Musik natürlich. Marcus, der erste Eindruck zu den Daten, die du geschickt hast. Offenbar köchelt Tides 10-Jahres-Plan in einer Art Prototyp-Labor. Okay, mal sehen, was sie in Untergeschoss 6 aufbewahren. Und dann zerlegen wir den Shit. Naja, was Wrench meint ist, finde Beweise dafür, dass Tides was ganz Übles vorhat. Naja, technisch ausgedrückt, genau. Darf ich trotzdem das Gefühl äußern, dass ich hier nicht ganz alleine bin? Wow. Also, ich bin in einem Atombunker-Tiefgarage. Habt ihr noch was zu den Prototyp-Labors? Nur, dass dir eine scheiß dicke Eisentür den Weg versperrt. Keine Ahnung, was dahinter ist, falls du durchkommst. Wenn ich durchkomme. Okay. Ich brauch mal irgendwo was Blaues da. Eines der Langzeitziele von Tides ist es, unsere Roboter mit Panzerung auszustatten, die jedem Beschuss in Gefechtssituationen standhalten kann. In Heimatschutzszenarien sollten diese neuen Modelle Kurzwaffenfeuer, Molotow-Cocktails und andere Arten improvisierter Waffen unbeschadet überstehen. Gut, das ist, finde ich, jetzt nicht so verkehrt, ne? Also... Hm.
In den nächsten 2 Jahren wird Teil des Praxistests der Angriffs- und Verteidigungsfähigkeiten unserer Roboter für Inlands- und Militäreinsätze durchführen. Dank hoher Präzision und überlegener Reflexe stellen unsere Roboter eine sichere Alternative zu Soldaten und Wachpersonal dar. Definitiv nicht. Davon halte ich schon wieder gar nichts. So. So? Der letzte Punkt. Die aktuellen TARDIS-Wachroboter sind offensiv begrenzt einsatzfähig. Wir planen, sie in den nächsten Jahren für eine aktivere Rolle in Konfliktsituationen auszustatten. Wir testen derzeit den Schadenswiderstand im urbanen Unterdrückungskontext. Außerdem stehen wir in Verhandlung mit Galilei über Läufer in ihrem Weltraumprogramm. Leute, ich habe hier unten jede Menge geisteskranken Roboscheiß gefilmt. Hier, ihr werdet es nicht glauben. Was Verwertbares für das Video? TARDIS und Bloom wollen bewaffnete Roboter mit CTOS verknüpfen und gegen Zivilisten einsetzen. Wie klingt das? Erb, allzu vertraut. Was soll das heißen? Big Data mit Kriegsmaschinen zu verknüpfen, war ein feuchter Traum einiger Bloom-Programmierer während der anfänglichen CTOS-Designphase. Ich habe damals mein Veto eingelegt, aber ich wusste, die Idee ist nicht tot. Deshalb war dir das hier so wichtig. Ja, ich habe es vermutet. Jetzt haben wir die Beweise dafür. Komm jetzt da raus! Ich bleibe noch. Hier gibt es noch mehr. Ich melde mich. Leute. Leute, ich glaub's nicht. Was hast du gefunden? Ich glaub's nicht. Oh. So, meine Lieben, aber ich muss erstmal Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.